Kurz on the Grid. Heute ist der Tag der offenen Moscheen in Österreich. Ich bin, wie man sieht, hinter einem oder vor einem Rohbau stehend. Das ist nämlich die zukünftige Moschee oder eine der zukünftigen Moscheen von Graz. Das islamische Kulturzentrum nämlich in Graz. Und hier ist der Pressesprecher von dieser Organisation, der Aldin Bektas, neben mir. Was ist der Tag der offenen Moschee und warum habt ihr heute hierher eingeladen? Tag der offenen Moscheen ist eine Initiative der Islamischen Glaubensgemeinschaft in Österreich. Das heißt, es wird österreichweit durchgeführt, an der auch sämtliche Vereine teilnehmen können, die eigentlich sich zur Islamischen Glaubensgemeinschaft bekennen. Und Grund ist eigentlich, dass man der Gesellschaft bzw. den Nicht-Muslimen einfach die Muslime näher bringen möchte. Was machen die Muslime in den Moscheen? Wie beten sie? Wie schauen diese Gebetshäuser aus? Und so, dass man sich einfach gegenseitig kennenlernt. Weil etwas, das man kennt, vor dem hat man auch weniger Angst. Man hat meistens Angst vor dem großen Unbekannten. Also hier geht es jetzt vor allem in Zeiten, wo eben der Kulturaustausch einerseits stattfindet und andererseits aber immer wieder auch in Diskussion ist, direkt im Weg des Dialoges. Mhm. Und auch den Weg, dass man sagt, okay, kommt her, schaut euch mal an, was wir eigentlich tun. Genau, aber nicht nur jetzt in den letzten Monaten oder im letzten Jahr, sondern den Weg gehen wir eigentlich schon seit dem Bestehen des Vereins. Also wir gehen wirklich offensiv auch und nach vorne und veranstalten auch mit anderen Religionsgemeinschaften oder anderen Kulturkreisen, interkulturelle und interreligiöse Veranstaltungen. Es ist ganz wichtig, dass dieser gegenseitige Austausch stattfindet, dass wir uns gegenseitig besser kennenlernen. So, und wir stehen jetzt eben direkt am Rohbau, also am zukünftigen Kulturzentrum. Was kann man sich darunter vorstellen? Was wird hier gebaut und für wie viele Leute soll das sozusagen ein Begegnungszentrum werden? Gebaut wird eine Moschee samt Kulturzentrum. Das heißt, es wird nicht nur ein religiöses Zentrum gebaut, sondern ein Kulturzentrum, wo auch die Kultur im Vordergrund stehen soll. Das Zentrum soll, also allein die Moschee soll für ca. 800 Personen sein. Und das ist ungefähr die Zahl, die unser Verein derzeit umfasst, sind 800 Familien. Und wenn man es hochrechnet auf die Familien, sind es zwischen 3.000 und 4.000 Leute, die unsere Gemeinde umfasst. Ich habe vorher bei der Führung gehört, ca. 85% davon sind Bosniaken und 15% kommen eben aus anderen Ländern oder sind auch konvertierte Österreicher. Gibt es da einen gewissen Trend, der sich abzeichnet oder hat sich das einfach so entwickelt, dass eigentlich der Großteil nach wie vor die Bosniaken stellen? Ja, der Trend ist eigentlich, dass der prozentuelle Anteil der Bosniaken immer geringer wird. Auch vielleicht darauf zurückzuführen, dass wir vor einigen Jahren die Freitagspredigt umgestellt haben auf halb bosnisch, halb deutsch und dadurch auch andere Kulturkreise ansprechen, auch Leute aus anderen Kulturregionen, die einfach diese gemeinsame Sprache, Deutsch, als gemeinsamen Punkt sehen und einfach auch deshalb auch jetzt zu uns kommen. Aber der Trend ist eigentlich eher hin, dass weniger Bosniaken sind und mehr andere Nationalitäten, was auch im Sinne eines islamischen Kulturzentrums sein soll, das offen für alle Muslime und Nicht-Muslime ist. Und was mir auch aufgefallen ist, ihr seid auch in engem Kontakt mit österreichischen Traditionsorganisationen wie dem Schwarzen Kreuz, also Maletta-Fahrt steht jetzt demnächst an. Ist jemand, der sich damit beschäftigt hat, unter anderem auch ich, weiß natürlich, es hat bosniakische Regimenter in der K&K-Armee gegeben, die im Ersten Weltkrieg gekämpft haben. Inwiefern spielt das auch eine Rolle, dieses Gedenken 100 Jahre Erster Weltkrieg für die muslimische Glaubensgemeinschaft oder für die bosniakische Community in der Integration? Eine große Rolle, weil das zeigt diese langjährige Verbundenheit zwischen den Bosniaken und dem österreichischen Volk. Also, und gerade dieser Austausch, dieses Meletta-Gedenken praktizieren wir wirklich seit Jahren und es ist auch für uns wichtig, dass an dieser Tradition festgehalten wird. Und wir sind aber auch froh, dass diese österreichischen Organisationen das noch immer wertschätzen und auch diese Leute, die damals für Österreich gefallen sind, heute noch immer wertschätzen. Also das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, also den wir haben. Und dann habe ich noch abschließend eine Frage. Das Projekt, wovon wir sprechen, ist auf ca. 10 Jahre ausgelegt. Mhm. Also dieser Bau kostet 3 Millionen Euro in der jetzigen Ausführung und wird wahrscheinlich noch weit mehr kosten. Mhm. Wie finanziert ihr euch und welchen Anteil hat die
Community hier vor Ort, bei Spenden, bei Sachspenden, bei Dienstleistungen, wenn man so möchte, die sie sozusagen in dieses Projekt investieren. Die Community ist unser Hauptgeldgeber. Das muss man so einfach so sagen. Das Projekt an sich von der Moschee ist ausgelegt auf 3,5 Millionen. Das gesamte Kulturzentrum ist auf 10 Millionen Euro ausgelegt. Das heißt, das ganze Kulturzentrum wird weit mehr als diese 3 Millionen Euro kosten. Die Community ist insofern wichtig, wenn man berücksichtigt, dass wir von den Geldern, die wir bis jetzt gespendet bekommen haben, über 1,5 Millionen allein aus unserer Community gekommen ist. Und das heißt, dass unsere Community ist wirklich unser Gerüst, ist unser Rückgrat, und ohne unsere Community würde das nicht gehen. Natürlich versuchen wir auch Gelder von woanders zu lukrieren, aber das ist nicht so einfach, wie sich die Leute vorstellen. Und der wichtigste Punkt dabei ist natürlich, dass an Spenden, die sich an uns richten, keine Bedingungen gestellt werden. Unser Kulturzentrum hat seit über 20 Jahren ein klares Konzept, welches wir verfolgen, und wir wollen keinen Geldgeber, der jetzt daherkommt und uns vielleicht 10 Millionen Euro gibt, das Kulturzentrum bauen lässt und sagt aber, okay, hörst du, das und das müsst ihr jetzt aber so machen. Nein, das spielt sich nicht, wir bauen lieber länger, dafür bauen wir mit unserer Community und verfolgen unser Konzept, was den interreligiösen Dialog, was die interkulturellen Geschichten angeht, da sind wir ganz, ganz strikt, und da gibt es auch kein Drumherum. Aber es gibt eben auch aus dem Nahen Osten, ich habe gehört, Vereinigten Arabischen Emiraten und Kuwait gibt es ja wohl Spenden, und auch die Kalligrafien, die man da oben sieht, die waren ja auch eine Spende. Genau, Kalligrafien sind insofern die Spende des Künstlers. Wir hatten das Glück, eines der größten derzeit lebenden Kalligrafie-Künstlers für dieses Projekt gewinnen zu können, der von sich aus sämtliche Kalligrafien, die entweder auf dem Minarett oder in der Moschee drinnen sind, von sich aus spendet. Das heißt, er arbeitet diese zusammen mit unserem Architekten, und es ist auch eine Art der Spende. Natürlich haben wir auch Geld, bereits eine größere Spende aus den Arabischen Emiraten bekommen, aber das war genauso von einer Person, die nur daran interessiert ist, dass hier etwas Schönes gebaut wird und nur den Fortschritt sehen will und keine weiteren Bedingungen anders stellt. Dann sage ich danke fürs Gespräch und viel Glück, dass das noch ein sehr schöner Ort des Austausches und der Religion wird. Sehr, sehr gerne. Bitte sehr.